Hi, kennt ihr schon Nick Howard? Der 30-Jährige hat letztes Jahr die Castingshow The Voice of Germany gewonnen und hat seitdem 2 Alben rausgebracht. Damit tourt er aktuell durch ganz Deutschland. Am Montag trat er hier in Papenburg vor seinem überwiegend weiblichen Publikum auf und verteilte fleißig Autogramme. Doch uns gab er auch ein Exklusivinterview. Das und vieles mehr über den ehemaligen Schützling von Ray Garvey seht ihr jetzt. Hey Leute, wir befinden uns gerade im Mediamarkt Papenburg. Hier hat der Gewinner der letzten The Voice of Germany Staffel gerade live performt. Im Moment gibt er hinter mir eine Autogrammstunde. Und ein Meet & Greet gibt's auch noch. Wir werden Nick gleich vor die Linse holen und interviewen. Aber nicht nur ihn, sondern auch noch einige Besucher hier werden wir ein paar Fragen stellen. Okay, und bevor ich gleich kein Autogramm mehr bekomme, mache ich mich jetzt auch auf den Weg. Viele Nick Howard-Fans versammelten sich schon vor dem Auftritt an der Bühne, um ganz nah bei ihrem Star zu sein. Der 30-jährige Popsänger begeisterte mit seiner einzigartigen Stimme das Publikum. Damit ihr noch mehr von einem Castinggewinner erfahrt, haben wir ein exklusives Backstage-Interview mit ihm geführt. Hallo Nick, willkommen in Papenburg. Wie war deine Anreise? Es war super, danke schön. Ja, ich habe eine Chance gehabt, in dieser Autogrammstunde in Akustiktour ganz Deutschland zu sehen. So ja, es ist traurig, heute ist die letzte Show in unserer Tour und ich freue mich, dass wir sind hier in Papenburg. Kannst du dir etwas in Papenburg schon ansehen? Noch nicht, weil hoffentlich nach meiner Auftritt heute, ich kann die ganze relativ kleine Stadt sehen. Was hat dich dazu bewegt, bei The Voice of Germany mitzumachen? The Voice of Germany für mich war eine super Erfahrung und es hat mir meinen Traum gegeben, wirklich. Und es war super, es war viel Spaß und ja, und dann jetzt geht's weiter. Warum hast du dich für Ray entschieden? Er, wie ich, ein Singer-Songwriter ist und er kommt aus einem anderen Land, wie ich auch. Und ich habe gedacht, vielleicht ihr könnt mir ein bisschen Deutsch bringen. Und er war meine erste Wahl und ich bin glücklich, dass ich für Ray entschieden. Und wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Super, ja, yeah. In der Show und nach der Show auch. Er war ein super Coach in der Show. Und dann nach der Show, wir haben zum Beispiel ein Lied für mein neues Album zusammengeschrieben. Ich habe ein paar Shows bei seinen Konzerten gespielt. So, ja, yeah, super. Und welche Erfahrungen hast du dabei gesammelt? Alles, im Fernsehen zu spielen, das war eine neue Erfahrung für mich. Ich war ein Independent Musiker vor ein paar Jahren vor The Voice of Germany, so hatte ich Erfahrung auf der Bühne zum Beispiel, aber im Fernsehen für 5 Millionen Leute zu spielen, das ist eine komplett neue Erfahrung, so ich habe das gelernt, hoffentlich. Aber wieso hast du nach deinem Erfolg in England, woher du auch kommst, überhaupt bei The Voice in Deutschland mitgemacht? Ich war hier so oft in den letzten 3 Jahren als ein Musiker auf Tour mit meiner eigenen Tournee und auch als ein Support-Act, zum Beispiel für Boyce Avenue, Tyler Ward, Lifehouse, Sunrise Avenue. Und die Deutschen, sie waren die Erste, meine Musik zu unterstützen. So habe ich gedacht, vielleicht The Voice of Germany könnte mir ein bisschen mehr Erfolg hier geben. Und das ist geklappt. Und was planst du für die Zukunft? Ich habe ein neues Album raus jetzt und gleich kommt mein eigener Tour in April und Mai. Und hoffentlich kann ich jeden Tag ein Auftritt geben und ein Konzert spielen dieses Jahr, nächstes Jahr. Und die schwere Arbeit beginnt nach der Castingshow. So ich arbeite jetzt, to make it all happen. Okay, danke für das Interview. Ja, Dankeschön, bis nächste Mal. Tschüss. Wir haben uns auch ein paar Fans geschnappt, um sie nach ihrer Meinung zum Auftritt von Nick zu befragen. Wie sie antworten, erfahrt ihr jetzt. Hallo. 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 Was gefällt euch so an Nick? Seine Stimme. Seine Natürlichkeit. Okay. Habt ihr für Nick angerufen, als er bei The Voice of Germany war? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Nein, weil ich an dem Abend das nicht gucken konnte. Auch nein. Okay. Welches Gefühl hattet ihr, als ihr ihn gesehen und mit ihm reden konntet? Also, das war schon was Besonderes. Also, ich finde auch, seine Stimme geht einfach unter die Haut einfach. Was gefiel euch so sehr an ihm? Jetzt gerade? Ja. Seine Stimme? Auch wieder Stimme und Ausstrahlung auch.
Wie hat euch sein Auftritt gefallen? Ich finde sehr gut, weil er kann sehr gut live singen. Ja, bei mir auch und auch locker. Also nicht angespannt oder so. Also er macht sehr gute Musik und ja. Hast du für Nick angerufen, als er bei The Voice of Germany war? Ja. Ich habe ein oder zweimal angerufen, weil ich fand, dass er eine gute Stimme hat. Okay. Welches Gefühl hattest du, als du ihn gesehen und mit ihm reden konntest? Ich habe mich gerade schon gefreut, als ich mit ihm reden konnte. Ja? Was gefiel dir besonders gut an ihm? Dass er so nett ist. Ja. Wie gefiel dir sein Auftritt? Er hat gut gesungen und ich fand's gut. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt sind wir fast am Ende des Beitrages angekommen. Wie ihr schon gehört habt, war es ein cooler Abend, da zahlreiche Fans erschienen sind und den Auftritt von Nick Coward bejubelten, bei dem sie neben der Autogrammstunde voll auf ihre Kosten gekommen sind. Jetzt seht und hört ihr einen Kommentar von Nadine. Wir alle kennen Castingshows wie DSDS, in denen es nicht nur um Gesang, sondern größtenteils auch um Eklas und Sexappeal geht. The Voice of Germany ist hier eine positive Ausnahme, denn hier geht es hauptsächlich um die Stimme. In Castingshows werden nicht nur neue Superstars, die exakt ein Jahr lang überleben, geboren, nein, auch die Sender machen Gewinne in Millionenhöhe. Ein Großteil wird durch Werbeblöcke gewonnen, doch auch durch eure Anrufe, für die ihr übertarifliche Preise zahlt, werden Millionen eingenommen. Was dann tatsächlich davon bei eurem Lieblingsstar ankommt und ob der überhaupt gewinnt, steht in den Sternen. Nick Coward hat es geschafft und wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg. So Leute, das war unsere kleine Osterüberraschung für euch. Wir hoffen, sie hat euch gut gefallen. Wir sehen uns nach Ostern wieder und wünschen euch ein paar schöne Ferientage. Tschüss! Ja. Okay. So Freunde, das und viel. Oh Gott!